Willkommen zurück zu Live in Willowdale. Es tut mir leid, ich bin leider immer noch etwas erkältet. Wollte heute eigentlich keinen Part aufnehmen, um meine Stimme ein bisschen zu schonen, aber es gibt einen kleinen Lichtblick in diesem Spiel, in Life in Willowdale. Es gibt einen kleinen Lichtblick. Und zwar gab es heute ein größeres Update, wirklich. Also ich habe mehrere Minuten lang runtergeladen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß genau das Update ist. Es ist aber auf jeden Fall ein größeres Update und ich bin gespannt, was sich hier alles getan hat in dem Spiel. Wir haben ja noch nicht mal alles gesehen, also wir werden rausfinden, ob es vielleicht noch ein paar andere Sachen gibt, die wir hier... Also warte mal, ich habe ja unten in meinem Inventar, habe ich ja noch was. Wir werden rausfinden, ob es ein paar Sachen gibt, die wir hier generell noch nicht kennengelernt haben, die uns vielleicht noch zusagen, ne? Aber grundsätzlich gesehen ist auf jeden Fall mal ein größeres Update gekommen. Und da ist jetzt die Frage, ist es wirklich gut, das Update? Hat es ein paar neue, schöne Dinge mit sich gebracht? Oder ist es ein langweiliges Update? Ein unnützes Update oder sowas. Wie dem auch sei, ich gucke jetzt erstmal hier, was ich noch zu machen habe. Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Genau. Ja, wir können noch ein bisschen gießen. Ja, genau. Also entschuldigt meine Stimme. Ich bin heute leider ein bisschen angeschlagen. Also man muss ja zugute halten. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Ich sehe ja auch immer nur das Positive. Ich bin ja immer ein Mensch, der immer sagt, dass das Glas halb voll ist. Nein. Überaus positiv sehe ich solche Sachen jetzt auch nicht. Aber man muss aber zugute halten, das Spiel ist jetzt wie lang draußen? 2 Tage? 3 Tage? Heute ist der 3. Tag, genau. Heute ist der 3. Tag und es hat jetzt schon Updates, also ein Update bekommen. Das kann man doch ehrlich gesagt auch schon mal zugute halten, oder? Anscheinend entwickeln die Entwickler hier noch mit Hochdruck nach. Jetzt ist halt die Frage, wieso sie es nicht einfach verschoben haben, wenn da jetzt anscheinend sogar schon weitere Updates gemacht werden konnten. Natürlich kann man jetzt ganz böse sein und sagen, ja gut, man hätte es rein theoretisch auch verschieben können. Ja, ist okay. Aber im Grunde genommen finde ich es ehrlich gesagt auf jeden Fall mal ganz cool, dass es überhaupt weiterentwickelt wird oder nicht. Es gibt wieder andere Spiele, die irgendwie, My Universe Green Adventure zum Beispiel, da erinnere ich mich daran, dieses Spiel hat, glaube ich, vor kurzem ein Update gekriegt. Und wann haben wir es zu Ende gespielt? Das ist auch schon wieder mindestens 2 Monate her. Und seitdem hatte sich nichts verändert. Es hatte so viele Bugs. Es ist ständig abgestürzt. Es hätte einen dringenden Patch gebraucht. Und es kam keiner. Monatelang. Und in diesem Falle ist wenigstens... Es ist ja wenigstens spielbar hier. Bis jetzt hat es sich nicht... Es ist nicht abgestürzt. So, ich muss mit dir interagieren. Yay, wir haben's geschafft. Also, nee, wie habe ich ihn gesprochen? Nicht wie so ein Hasen, das war Coco-Life, warte mal. Yay, wir haben's geschafft. Komm jederzeit wieder, wenn du etwas gebaut haben willst. Ich denke, du solltest mit dem Bürgermeister sprechen. Er würde gerne von deinen Fortschritten hören. Okay, alles klar. Wir haben ja ein Haus jetzt erstellt, ne? Ah, die Tierklinik und Veterinärklinik, ne? Ah, ich will die gleich mal angucken, wie toll die aussieht. Das ist natürlich ein Fertighaus gewesen, ist klar, so schnell kann kein Haus gebaut werden, außer es ist wirklich ein Fertighaus. Ich gehe da gleich mal rein, ich gucke mir das an. Was? Genau, der Laden ist geschlossen. Pff, verkackt. Und wir haben noch Sidequests, sehe ich gerade. Sollen wir erstmal die Hauptquest machen? Ich habe heute leider nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber das Update kam jetzt halt. Und da habe ich gedacht, ach komm, weißt du was, jetzt nimmst du dir nochmal 25 Minuten Zeit und zeigst das einfach, was neu ist, beziehungsweise was anders ist. Was mich am meisten interessiert ist, ja, man kann immer noch durch Sachen durchlaufen. Das ist auch einer der Kritikpunkte, dass ehrlich gesagt auch, guck mal hier, manche Sachen gehen nicht wie die Laterne, aber sowas hier, da kannst du durchlaufen. Liebe Entwickler da draußen, falls ihr das sehen solltet, das müsst ihr fixen. Was soll denn das? Also als ob ich durch Sachen durchlaufen gehen könnte. Guck mal, ich kann durch den Stand durchlaufen. Ich bin der Stand. Ich bin ein Orangenstand. Das wollte ich in meinem Leben noch niemals sein. Ja, also das müsst ihr wirklich fixen. Ich weiß nicht, was für große, grobe Schnitzer ihr jetzt da mit eurem Update gefixt habt, aber das gehört auf jeden Fall dazu, meiner Meinung nach. Jetzt reden wir erstmal mit dem Bürgermeister. Dein Anblick ist Balsam für meine Augen. Naja, ich sehe heute irgendwie ein bisschen matschig aus, ne? Ich bin immer noch erkältet. Hart am Arbeiten und du machst jede Menge Fortschritte. Ich weiß es nicht einfach, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um dir zu helfen. Weil, naja, du weißt ja, was man sagt. 2 Hände sind besser als 1.
Ich kenne noch das ZDF-Slogan von früher. Mit dem zweiten sieht man besser. Und dann haben sie sich ein Auge zugehalten. Weißt du, mit dem zweiten sieht man besser. Aber heutzutage dürfte es das auch nicht mehr machen, weil jeder, der ein Glasauge hat, fühlt sich dann diskriminiert. Ist wirklich so. Das haben die wirklich damals so in der Werbung gesagt. So, zusammenarbeiten. Falls du eine zusätzliche Hand brauchst, kannst du einen Freund anrufen, der dir bei deiner Mission zur Rettung von Willowdale hilft. Um einen Freund anzurufen, muss der entsprechende Controller angeschlossen sein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, muss dein Freund A drücken, um beizutreten. Zusammen kann dein Freund dir entweder auf dem Bauernhof helfen oder dir die furchterregenden Feinde in Willowdale bekämpfen. Das ist das, was ich zu euch gemeint habe. Man kann auch im Koop spielen, aber ich glaube, soweit ich es jetzt mitgekriegt habe, nur im Couch-Koop. Also nicht online-mäßig, ne? Du weißt ja, was man sagt. Teamwork sorgt für Teamarbeit. Viel Glück, ich weiß, dass du es schaffst. Oder die nächste Quest heißt jetzt bitte, finde einen Freund oder irgendwie sowas. Das wäre aber sehr, sehr, sehr deprimierend für mich. So, liefern 7 Holz an Leroy. Ja, das schaffe ich. Das kann ich. Das könnte ich sogar jetzt im Vorbeilaufen nochmal machen. Ne? Machen wir auch. Ich habe 101, Leute. Oh. Ich habe auch mein Mikrofon gespuckt, man sieht es. Ne? Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin erkältet. Oh Gott, das ist jetzt voll ekliger Part geworden. Mann, jetzt muss ich nachher noch mein Mikrofon putzen. Wo ist Leroy nochmal? Jetzt könnt ihr nicht mehr angucken. Vielleicht sollte ich eine Warnung draufschreiben. Achtung, eklig. Aber das ist ja eigentlich generell schon eine Warnung, die ich eigentlich über jeden Part von mir packen sollte, weil generell Toffi immer eklig, ne? Was ist das? Ich will das jetzt putzen. Haben wir noch ein Taschentuch hier irgendwo rumliegen? Sieht nicht so aus. Ich schmier es einfach in meine Hose. So. Warte, der Auftrag hier, bitteschön. Danke. Ich habe 57 Erfahrungspunkte gekriegt. Ich habe noch eine Quest mit dir. Ach, eine Freundschaft erforderlich. Okay, aber ja gut, ich arbeite ja an der Freundschaft. Was gibt's denn sonst noch zu tun für mich heute? Ich würde gerne mal in die Wildnis gehen und einfach mal Monster klatschen. Sollen wir das einfach mal machen oder sollen wir einfach der Story weiter folgen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde gerne mal ein Ausrufezeichen angucken. Vor allem am meisten interessieren würde mich jetzt halt einfach, ob die NPCs hier mittlerweile andere Texte gekriegt haben. Hängst du fest? Versuche deine... Ja. Ich hänge fest in der Schleife der unwichtigen Gespräche. Ja. Ich geh mal Quests suchen. Wir gehen aber gleich... Wenn wir das mit den Quests jetzt abgehandelt haben, gehen wir wenigstens mal ganz kurz in ein Wildgebiet. Da will ich rausfinden, was da vielleicht auch auf mich wartet. Wirklich, also Wildgebiet muss ich jetzt langsam echt mal angucken. Weil hier soll man ja auch kämpfen können. Das will ich wissen, wie das geht. Und wie das ist. So, ne? So, hier drin ist eine Quest, oder? Ach so, Freundschaft 1 erforderlich. Warte mal. Habe ich ein Geschenk für dich? Warte mal. Kann ich mit dir quatschen? Du magst doch gerne Kürbis, oder? Wie war das? Ja! Nun, du bist definitiv ein Geschenkgeber. Ja, sind wir jetzt Freunde? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht genügend. Verdammt. Aber sie mag Kürbis gerne. Nein, nicht Kürbiskerne. Kürbis mag sie gerne. Okay, also die Quest, wenn sie... Jetzt habe ich es halt verstanden, okay. Wahrscheinlich ist das... Bedeutet dieses Ausrufezeichen mit Grau, dass hier eine Quest möglich wäre, wenn wir genügend Freundschaft hätten. Haben wir aber nicht. Deswegen, ne, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Dann gehen wir jetzt in ein Wildgebiet, um rauszufinden, was da so auf mich wartet. Für Monster. Ich habe zwar ja noch gar nichts... Vielleicht kann ich doch noch gar nicht hingehen. Ich habe noch gar nichts an Waffen oder sowas. Aber ich will es zumindest mal probiert haben, ne? Wir gehen zuerst in das... Soll ich ins Sommergebiet gehen? Das ist unter mir, unter meinem... Ich denke, das ist am logischsten, oder? Jetzt, wo wieder Herbst ist hier im Real Life, wünschen wir uns doch den Sommer zurück. Nein, ich bin tatsächlich so ein Mensch, wenn der Sommer vorbei ist, gerade wenn es nur so heißer Sommer gewesen ist wie dieses Jahr, dann bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass er vorbei ist. Dann freue ich mich auf den Winter. Jetzt kommen wieder die ganzen Weihnachtssachen in die Läden, da freut man sich doch auch schon drauf, dass es wieder knacke kalt ist und dass man dann wieder so richtig schön im Warmen sitzen kann zu Hause und, oh, kann ich das looten? Nein. Aber ich kann durchlaufen, durch einen Kaktus, ne? Ach, da darf ich gar nicht durch.
Da darf ich nicht durchlaufen, weißt du, aber durch den Kaktus hier. Okay. Wahrscheinlich müssen wir das tatsächlich erst freischalten. Schade. Marmelade. Angeln kann ich auch noch nicht. Ja gut, dann bleibt uns nicht viel übrig am heutigen Tag im Spiel, als einfach noch ein bisschen zu looten und dann ins Bett zu gehen. Ich würde jetzt auch wahnsinnig gerne ins Bett gehen, aber ich darf nicht. Ich muss noch arbeiten. Ein bisschen was. Also man darf sich auch mal ein bisschen Ruhe gönnen, wenn man erkältet ist, aber ein bisschen was soll ich trotzdem noch tun. Das ist das, der Nachteil der Selbstständigen. Die haben eigentlich immer Arbeit. Beziehungsweise... Ich habe gar nichts mehr hier zum Uploaden. Hier ist ja schon alles gelootet. Das wächst ja nicht nach. Die ganzen Sachen, die ihr hier seht, kriege ich mit meinem jetzigen Werkzeug einfach nicht gefixt. Ist wirklich so. Ich kann ins Bett gehen. Ich habe nichts mehr zu tun auf meinem Hof. Gut, ist ja auch schon fast 15 Uhr. Da gehen ja normale Bauern auch nur ins Bett, ne? Liebe Bauern da draußen. Ist doch so, oder? Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ich könnte mal gucken, ob das... Nee, komm. Das wird eh zu sein. Wir gehen ins Bett. Oh, da ist eine Kiste. Die hole ich noch. Kann ich durch die Bäume laufen? Ja, natürlich. Okay, ich habe Zeug gekriegt. Es tut mir leid, Leute. Aber heute wäre sonst kein Part gekommen. Bitte, bitte versteht das. Sonst wäre heute kein Part gekommen, wenn ich jetzt nicht erkältet aufgenommen hätte. Ich hätte es nachsynchronisieren können. Oder nachsynchronisieren lassen von irgendjemandem. Hätte einen berühmten Synchronsprecher engagiert oder sowas. Immer mehr Menschen kommen zurück nach Willowdale. Die Stadt wird wieder lebendig und es ist schön, neue Gesichter zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, mehr über sie zu erfahren. Ich glaube, ich war heute sehr produktiv. Es ist ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen. Und ich hoffe auch, dass ich Willowdale helfe. Ja, vor allem hoffe ich, dass die Entwickler hier Willowdale helfen. Übrigens, es stand leider in den Kommentaren auch drin, bezüglich dieses Updates, davon habe ich ehrlich gesagt auch von dem Update erfahren, dass irgendjemand geschrieben hatte, durch dieses Update kann ich leider nicht mehr dieses Spiel spielen. Das ist natürlich eine scheiß Situation. Ich hab jetzt mal einfach auf mich zukommen lassen. Ich wollte jetzt rausfinden, ob... kannst du mal weg von deinem Ei gehen? Lass mich mal an dein Ei ran. So, danke. Kann ich das aufnehmen? Ah, okay, so. Ja. Ist natürlich scheiße, wenn man ein Update bekommt und manch einer kann damit nicht spielen. Ich hoffe, das war nur eine temporäre Geschichte. Vielleicht hat sich das mittlerweile wieder geregelt. Vielleicht hat die Person, die das geschrieben hat, einfach auch nur gerade ein bisschen Pech gehabt, dass die Switch sich aufgehangen hat oder sowas. Kann ja auch sein. Also ich hatte jetzt kein Problem. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich es das erste Mal gestartet habe. Nur damit ihr auch schon mal wisst, wie es bei mir aussieht. Es hat ein bisschen länger gedauert, es zu starten. Ich war es jetzt nicht das große Problem bei mir. Also bis jetzt läuft das Update auch ganz normal, so wie es halt eben vorher gelaufen ist. Und ich merke auch keine großen Änderungen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich als Lichtblick, ich habe es jetzt am Anfang so gesagt, aber ob man das jetzt wirklich als Lichtblick bezeichnen kann, wenn man am Update vielleicht gar nicht wirklich was geändert hat. Das wäre natürlich eine mega geile Taktik, ne? Stellt euch das mal vor, du bringst ein Update raus und das ist gar kein Update. Das ist gar kein Update. Das ist einfach nur so eine Idee, dass man einfach irgendeinen Patch raushaut, der nichts ändert, nur damit du das Gefühl hast, okay, da kam ein Update. Oh, das ist bestimmt voll geil. Oh. Aber es wäre eine Taktik, ne? So würden sich die Leute natürlich dann, wenn es rauskommt, fühlen die sich mega verarscht und hassen dich dann natürlich. Aber wenn es nicht rauskommt, dann denken sie, oh, Alter, der Entwickler, der gibt sich voll Mühe. 2 Tage nach Release macht er hier schon den geilsten Scheiß und so. Durchaus möglich, ne? Gut, ich gebe ihr jetzt nochmal einen Kürbis, da in der Hoffnung, dass sie vielleicht dann irgendwann wirklich mal unsere Freundschaft so gut ist. Aber leider immer noch nicht, ne? Pff. Ich könnte mit ihr ganz normal reden, aber... Ach so, stimmt, ich habe auch noch Samen, die ich... Okay, das machen wir als nächstes, dass ich ein paar Samen auf mein Feld packe oder sowas. Aber es ist irgendwie ein bisschen frustrierend, dass ich... Ruhe bitte, die Bücher mögen keine lauten Naseweise. Ja, danke. Aber meine Beziehung hat sich verbessert. Wo kann ich das denn sehen? Warte mal. Das haben wir auch noch gar nicht geguckt, ne? Hier, sozial, genau. Ha, fast ein Herz haben wir mit ihr. Fast ein Herz. Guck mal, und so viele Charakter gibt es gar nicht. Ah, doch. Oh, Alter. Oh, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Charakter. Die haben wir alle nur noch nicht kennengelernt. Aber mit Herzen meine ich. Also Karl, Bürgermeister, Miss Daisy...
Aisha, Doc Robinson und sowas, das sind alles Charakter, die wir gar nicht, die wir gar nicht bezirzen müssen. Da gibt es gar keine Herzanzeige. Wobei beim Dr. Robinson ist ein Geschenk angezeigt. Also das weiß ich auch nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Aber gut, nur damit wir das schon mal gesehen haben. Achso, und wir können noch mal kurz auf Quest gehen. Da ist nämlich auch nichts drauf. Ja, hier haben wir schon alles gemacht. Was? Tipps und Tricks von deinem Onkel, der Bürgermeister, hat einen letzten Rat, den er dir für deine Reise mitgegeben. Ja, das war das mit den Freunden, ne, dass Freunde mitmachen können. Mehr ist nicht. Okay, dann können wir jetzt nochmal zum Bürgermeister gehen und nochmal gucken, auf die Tafel gucken. Ansonsten wäre die einzige Möglichkeit, hier einfach ein bisschen einfach weiter Farmarbeit zu leisten, eine ganz normale Farmarbeit, oder einfach rausfinden, was die Leute geschenkt haben wollen, ne? Das ist ja sowieso immer eine große Frage. So. Ja, da ist nämlich eine neue Geschichte. Und zwar für Bertha. 7 Stein an Bertha. Wo ist die denn? Ach, das ist... Ah, das ist die in der Schmiede, ne? Ja, ich habe genügend Stein. Na gut, dann machen wir das. Wo ist die Schmiede nochmal? Schon wieder vergessen. Da unten, direkt neben dem Holzgedönse. Ja, und ich habe übrigens auch in den Kommentaren gelesen, dass andere sich auch dieses Spiel vorbestellt haben, in der Hoffnung, dass es ein gutes Spiel ist und tatsächlich auch durch die Bank weg alle ein bisschen skeptisch sind. Also ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der sagt, dass das Spiel wirklich ein gutes Spiel ist, sondern höchstens so lala. Aber ihr gebt wenigstens auch nicht auf, also die meisten von euch geben nicht auf. Das wussten wir doch schon, die Information. Das ist nichts Neues. Hier. Oh, hallo Kleiner, du hast mich überrascht. Du bist ja ein ganz ruhiger, nicht wahr? Ich habe Gerüchte gehört, dass du zurückgekommen bist. Das haben wir doch alles schon mit dir besprochen. Erzähl mir doch nicht alles normal. Was habe ich... Oh, es gibt nichts, was ich in Ordnung bringe. Wollen wir erstmal auftragen, ne? Das ist wichtig. So. Und ein Geschenk. Was mag denn die gute Bertha? Mag die ein Ei? Magst du auch Kürbis? Ja! Ich nehme an, das zählt als gutes Geschenk. Deine Freundschaft, Bertha, hat sich verbessert. Also sie mag auch Kürbis. Okay, das finde ich gut. Und hier könnte ich jetzt eine Schurschere kaufen. Ein Werkzeug, das eine große Schere edelt. Wird verwendet, um das Fell von Tieren zu schneiden. Das perfekte Werkzeug, um Wolle zu brauchen wir noch nicht. Das auch verwendet wird, um Milch von Kühen zu bekommen. Ein Melker. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Trichter, wo ich dann eben in das Röhrchen so saugen muss. So... um so einen Unterdruck, so einen Gegendruck halt eben aufzubauen und das dann schnell an die Zitze von der Kuh halten und dann saugt es automatisch weg. Sieht ein bisschen komisch aus. Und eine Bürste. Ich weiß nicht, ob ich die Bürste tatsächlich brauche, weil ich nehme sie jetzt, ich kaufe sie jetzt einfach mal, okay? Weil ich glaube nicht, dass mein Huhn sich bürsten lässt, aber gut, jetzt haben wir sie wenigstens mal. Und hier könnte ich was herstellen, ne? Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Das können wir eigentlich auch mal ganz kurz gucken, wie das ist. Oder auch nicht. Hier herstellen. Nur an dem einen kann man das herstellen, aber an dem anderen nicht. So, Bronzebarren, Eisenbarren. Alles Mögliche. Ah, hier, genau. Ah, stimmt. Jetzt könnte ich zumindest dann eben die Sachen hier so... Ah, okay. Kann ich jetzt... Aktuell, warte, ich hab schon 2 Bronzenbarren oder was? Warte mal. Also, wir nehmen mal die Bronze-Axt. Genau, 1 von 1. Genau, hier. Die können wir auf jeden Fall herstellen. So, genau. Dann. Genau, die gibt es noch Eisenachse. Und dann nehmen wir noch die Bronze-Spitzhacke, weil dann können wir wahrscheinlich auch die größeren Steine wegmachen. Das muss ich jetzt mal kurz prüfen. Okay, alles klar. Wir könnten die Axt sogar nochmal verbessern. Das mache ich auch direkt. Dann bin ich wenigstens so weit, dass ich wirklich alles wegmachen kann, ne? Und die Eisenspitzhacke, das kostet mich gar nicht so viel, oder? Das sind nur Ressourcen, kostet kein Geld. Finde ich gut. Gut, Platin geht nicht. Platin, können wir einen Platinbarren herstellen? Ich habe zu wenig Platinerz. Okay, alles klar. Ja gut, aber wenigstens haben wir unsere Ressourcen jetzt verbessert. Schön. Aber sind wir wenigstens ein Stück weitergekommen, ne? Hätte ja sein können, dass das irgendwie, dass es doof ist, ne? Aber es passt. So, Leute, ich muss gleich Feierabend machen tatsächlich, ne?
Wir gehen jetzt noch kurz auf den Hof und machen jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen was. Ich wollte euch nur mitteilen, dass es ein Update gegeben hat, in der Hoffnung, dass man jetzt hier auch noch ein bisschen auf die Monster klatschen kann. Übrigens sehr, sehr schön, dass hier die Texturen von der Straße hier mittendrin verschwinden. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Also dieses Spiel ist wirklich noch ausbaufähig. Ich weiß nicht, was mit diesem Update gemacht ist. Eigentlich war mein Ziel halt, euch zu sagen, dass ein Update heute gekommen ist, dass anscheinend immer noch weiterentwickelt wird an dem Spiel, dass man vielleicht hier schon die ersten Änderungen erkennen kann. Bis jetzt fällt mir allerdings nichts Wirkliches auf. Vielleicht ergibt sich das einfach im weiteren Spiel. Und vor allen Dingen wollte ich heute Monster klatschen gehen. Gehe ich jetzt aber leider noch nicht, weil das Spiel es nicht zulässt. Deswegen muss ich es jetzt einfach so akzeptieren, ne? So, vielleicht spiele ich es auch heute Abend. Falls ich mal einen Livestream mache heute Abend, kann ich dann eventuell es heute Abend noch spielen. Und mal rausfinden, was es damit auf sich hat. So, warte mal, jetzt nehme ich mal kurz das Zeug, um rauszufinden, ob ich jetzt wirklich auch alles damit machen kann. So. So. Okay, warte. Okay, mal gucken. Yeah, wir können sogar die ganz Großen wegmachen. Wir haben die ja jetzt dreimal verbessert. Die Kleinen gehen jetzt auch. Die hier, die gingen vorher auch nicht. Und jetzt gehen sogar die Großen. Nice. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Ja, das soll es jetzt wie gesagt gewesen sein. Ich muss leider jetzt los. Ich muss noch was erledigen. Deswegen war nur ein kleiner Part für zwischendrin, um euch mal zu sagen, dass ein Update gekommen ist. Ja. Vielleicht gebt ihr dem Spiel nochmal eine Chance. Für alle, die nicht wussten, dass es dieses Update gibt und es jetzt noch selber runterladen müssen, weil ihr euch das Spiel vorbestellt habt und eben Hoffnung habt, dass es irgendwie besser wird. Ja, es wird anscheinend besser. Es wird dran gearbeitet. Wir werden rausfinden, ob es ein spielbares oder vielleicht sogar ein gutes Spiel wird, werden wir alles noch rausfinden. Wenn ihr euch auf mehr freut, denkt bitte an die Bewertung und dann sehen wir uns das nächste Mal hier bei Life in Willowdale wieder, wenn ich hoffentlich wieder ein bisschen besser spreche und weniger spucke. Bis zum nächsten Mal und tschüss.